Am neuen Video und hier ist Mr. Verbot. Ja, heute sprechen wir über die Rentenversicherung und ob es die überhaupt geben wird oder ob die so mitkriegst, dass sie einfach wegfallen werden. Ja, und wenn euch dieses Thema interessiert, dann bleibt auch dran. Ja, auf jeden Fall in den USA gibt es aktuell 50 Millionen Rentner und in den nächsten 10 Jahren werden weltweit 2 Milliarden Menschen in den Ruhestand gehen. Und das macht die Rentenkrise zu einem globalen Problem. Allein in den USA wird den Renten Auswahl für leistungsorientierte Pläne auf 79 Millionen US-Dollar geschätzt. Ja, jeder muss sich also im Klaren darüber sein und für die Zukunft vorsorgen. Nichts zu tun, sich zurücklehnen und sicher zu sein, dass die Rentencheck per Post jeden Monat kommt, ist keine Option. Das ist ein Risiko, das sich keiner leisten kann. Ja, wir müssen uns also jetzt mit einem wichtigen Thema beschäftigen. Ja, das größte Problem, das bald auf uns zukommen wird, also die Rentenkrise, und diese ist viel größer allgegenwärtiger als irgendein oder ein Virus. Wir können selbst vor vielen Krankheiten heilen, aber diese Rentenkrise wird uns alle hart treffen. Es ist ein globales Problem, genau wie das Coronavirus. Ja, aktuell ein globales Problem ist trotz staatlicher Rente oder privater Altersvorsorge. Ja, werden unsere Finanzkräfte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, ernährt werden und das Ganze davon, ob man ein Babyboomer ist, kurz vor dem Ruhestand steht oder ein junger Mensch, der noch am Anfang seines Lebens steht. Diese systematische Krise wird jeden betreffen. Ja, und etwas, ein Zettel sagt hierzu folgendes: In den kommenden Jahrzehnten werden weltweit hunderte Millionen ältere Menschen, darunter Amerika, Babyboomer, in die Armut abrutschen. So gebrechlich, um zu arbeiten, zu arm, in Rente zu gehen. Genau dieses Szenario wird für viele ältere Menschen zur neuen Normalität. Ja, wir befinden uns erst am Anfang der größten Rentenkrise in der Geschichte und diese Krise betrifft nicht nur die USA, sondern die ganze Welt. Denn wir haben weltweit ungefähr 2 Milliarden Menschen, die bald über 65 Jahre alt sein werden. Die gute Nachricht ist, dass die Menschen länger als je zuvor leben. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass nur eine Minderheit dieser 2 Milliarden Menschen über ausreichende Ersparnisse verfügen, um Jahrzehnte in Ruhestand zu leben. Wie viele Menschen können sich 30 Jahre lang Ruhestand leisten, alle sogenannten Versprechungen, den Arbeitgeber oder die Regierung gemacht hat, sind für uns wertlos. Ja, wir können uns darauf nicht verlassen, denn staatliche und lokale Renten unterliegen keinem umfassenden Bundesgesetz oder überhaupt irgendeinem umfassenden Gesetz. Ja, die betriebliche Altersversorgung wird von dem Gesetz zur Sicherung des Ruhestandseinkommens von Arbeitnehmern geregelt. Ja, dieses Gesetz stellt viele Anforderungen an die Altersversorgung. Öffentliche Renten unterliegen Gesetz, aber nicht. Und was sie im ganzen Land befinden, ist, dass die Gremien dieser öffentlichen Renten aus Politikern, Schullehrer, Feuerwehrleuten, Polizisten und Sanitätsexperten bestehen. Es gibt also niemanden in diesen Gremien, der Erfahrung und Umgang mit Renten hat. Und es gibt kein Gesetz, das vorschreibt. Wenn sie also denken, dass die Person, die ihre Renten überwacht, weiß, was sie tut, dann ist das einfach nicht wahr. Wir müssen nur die Biografie diese Person nachschlagen und das, was sie sehen werden, ist das, was sie in der Regel entweder gewählte Beamte oder Staatsangestellte sind. Zusätzlich jetzt das Coronavirus, das verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und verheerende Auswirkungen auf die Renten haben wir. Dann also, sowohl die Renten bereits für diese Krise gefährdet waren, wie die staatliche Renten in den Vereinigten Staaten waren nur zu 70% Ziel. Nach dem Ende des 11-jährigen historischen Bullenmarkts in einem 30-jährigen sind die Renten nur noch schlechter finanziert. Also sind wir in einer viel schlimmeren Situation, als die meisten Menschen begriffen haben. Ein großes Problem, mit den Pensionsplänen heute konfrontiert sind, ist das falsche Management von Investitionen und die anschließende Plünderung von Pensionsfonds durch bestimmte Kräfte aufgrund des niedrigen Umfelds und der gestiegenen Volatilität an den Aktienmärkten. Wenn sich einige Pensionsfondsmanager wissen, ja, riskantere Hedgefonds in einer Zeit, in der diese Fondsmanager konservativen Anlagen übergehen sollten, um das Geld der Rentner besser zu schützen, gehen einige Fondsmanager tatsächlich höheres Risiko. Sie hoffen, durch die niedrigen Zinsen verursachte Schwäche Performance ihrer Fonds so auszugleichen. Ein Beispiel für die Rentenkrise ist auch die Pilotengewerkschaft United Airlines. Die Pilotengewerkschaft United Airlines wurde 2006 der größte Rentenausfall in der Geschichte bekannt. Silber gab United Airlines alle Renten an die Bundesregierung und die Rentenleistungen wurden zu einem sehr niedrigen Satz gedeckelt. Das war für viele Menschen eine schreckliche Situation. Die Piloten dachten natürlich, dass sie wegen ihrem guten Gehalt auch eine gute Rente bekommen. Ursprünglich hätten die Piloten etwa 120.000 Dollar Rente pro Jahr bekommen, aber sobald die Regierung die Rente übernahm, wurden die Leistungen für alle für etwa 40.000 Dollar pro Jahr reduziert. Ein anderes Beispiel ist Mark Greene, er ist seit 30 Jahren als Lkw-Fahrer.
Eine Rente sank von etwa 4 oder 5.000 Dollar im Monat auf 900 Dollar und so werden die Rentenleistungen drastisch gekürzt. Wenn die Regierung die Kontrolle übernimmt, die Hälfte der staatlichen und lokalen Renten wurden seit 2008 gekürzt und auch weitere werden gekürzt. Die Regierung plündert die Rentenkassen und das weltweit von Kroatien über Großbritannien und Australien bis Japan werden hier die Auswirkungen spüren. Die Bevölkerung von Japan besteht ungefähr 30% aus einer alternden Bevölkerung, die eine finanzielle Unterstützung benötigt. Wer soll das bezahlen? Ein weiteres Beispiel ist Rhode Island. Vor ungefähr 7 Jahren kandidierte ein wenig bekanntes Geld. Wir kommen bei. Naja. Ja, vor ungefähr 7 Jahren kandidierte ein wenig bekanntes Land bei Geldmanager für den Staatsmeister und der Großer Wall Street tatsächlich Geld und staatliche Geld von 8 Milliarden US-Dollar zu leiten. Als erstes sagte sie den Leuten, dass sie die Reise kürzen, bezahlte sie den Arbeiten. Etwas und weniger, sie sagten, dass bei einem Sparplan zur Verbesserung der finanziellen Grundlage der Rente, weil sie jedoch nicht sagte, dass sie der Wall Street 4% für das riskanteste dann würde, dass der Staat jemals bei Hedgefonds und reichen drei WTI-Fonds gespielt hat. Und dies kostet letztendlich eine halbe Milliarde Dollar für eine Staaten. Ross Island ist ein Verirren, eine halbe Milliarde Dollar, der 8 Milliarden Dollar Rente zu verlieren. Frau, die praktisch keine Erfahrung mit dem Sektor hatte, bekam die Kontrolle über diesen 8 Milliarden Dollar Pensionsfonds, der im Grunde die staatliche Wirtschaft kontrollierte. Somit stehen sie uns unsere Renten. Gehen Sie über uns und Renten. Was denkt die Rente bei uns in Deutschland als in den USA? Schreibt mir doch eure Meinung. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal.